Hallo Leute, hier ist wieder euer Verzetterer. Willkommen zu einem neuen Let's Play, das auch gleich starten wird. Ein Let's Play zu dem Spiel im Emergency Room, zu gleichzeitig zur gleichnamigen Serie. Doch bevor wir starten, möchte ich euch gerne noch eine Sache verkünden. Eine sehr wichtige Sache und eine, die mich selbst auch ein bisschen traurig stimmt. Zugegeben, aber die meiner Ansicht nach unumgänglich ist. Und zwar geht es hierbei um das Borderlands 2 Let's Play. Ich habe das Ganze ja als Blind Let's Play gestartet und habe letzte Woche bzw. diese, ich nehme das jetzt am Sonntag auf, aber ist sehr egal, also für euch ist es letzte Woche. Letzte Woche habe ich ein habe ich dazu ja noch einen Koop hochgeladen, dass ich zusammen mit meinen Freunden Dominik und Alex erstellt, gemacht, gespielt habe, wie auch immer. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an die beiden. Ich muss sagen, für mich selbst ist dieses Spiel nichts. Das hat sich während des Let's Plays ehrlich gesagt schon ein bisschen abgezeichnet und während des Koops dann noch ein wenig mehr herauskristallisiert. Deswegen, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, aber deswegen werde ich dieses Let's Play beenden oder, ja, sagen wir mal vielmehr, das Video, das das müsste am Freitag gewesen sein, das Video, das am letzten Freitag gekommen ist zu Borderlands 2, ist auch das letzte, das ich zu Borderlands 2 veröffentlichen werde. Warum? Ich möchte das gerne noch ein bisschen mehr ausführen, kurz. Es ist einfach so, dass mir das, dass ich es eher mag, wenn es wirklich relativ schnell in einem Spiel vorangeht. Und ich meine, so wie ich das verstanden habe, geht es in Borderlands 2 eben eher darum, dass man viele Nebenmissionen macht, um seinen Charakter sehr hoch zu leveln. Ich kann verstehen, wenn das anderen Leuten Spaß macht. Dagegen will ich auch nichts sagen. Ich will auch nichts gegen das Spiel direkt sagen. Ich will nur sagen, dass es eben nicht meins ist. Wenn ich so ein Let's Play mache, dann soll das ja nicht nur euch gefallen, sondern auch mir, nicht wahr? Sonst würde das ja keinen Spaß machen. Und insofern werde ich das jetzt sein lassen und werde jetzt mit Immersion Room weitermachen. Und ich kann euch nur sagen, also es ist kein Fehler, da auch mal reinzuschauen, weil das Spiel... Also es ist jetzt irgendwie, es ist jetzt, von wann ist das Spiel? Ich habe es gerade neben mir liegen. Das ist von 2005 genau. Und es ist auch irgendwie, es ist gefühlt schon mindestens 9 Jahre her, dass ich dieses Spiel das letzte Mal angefasst habe. Aber es ist mir noch so in Erinnerung geblieben, das ist unglaublich. Und genau. Und weil außerdem diejenigen von euch, die vielleicht die Serie auch kennen, schaut mal, ihr solltet gerade, wenn alles klappt mit der Aufnahme, das Anfangsmenü des Spiels sehen. Und wen seht ihr da? Richtig, Dr. Carter, Dr. Lewis und Dr. Pratt. Ist das nicht geil? Und die drei sind sogar im Spiel drin. Nicht nur die Schauspieler Noah Wyle, Mackie Pfeiffer und Cherry Springfield, sondern auch deren deutsche Stimmen. Ist das nicht cool? Ich finde das absolut cool. Also, fangen wir doch jetzt einfach mal an. Und, genau. Viel Spaß dann dabei. Also, fangen wir erstmal an mit einem Charakter. Aha, irgendwas stimmt mit der Namensanzeige nicht. Wir sind natürlich Doktor. Ich kann es jetzt nicht erkennen, deswegen nennen wir uns einfach mal Verzetteler, natürlich.
Wir sind männlich, Haarfarbe, warte mal, erstmal. Okay, Glatze geht nicht. Naja, auch nicht so schlimm. Schwarze Haare. Augenfarbe ist so blau. Farbe des Kittels. Na, jetzt ist natürlich die Sache. Eigentlich ist das ja unterteilt. Eigentlich, also das hier wäre eher so Krankenschwester. Das ist eher so OP. Also Operationssaal, das hier auch. Blau ist eigentlich eher so dieses technische Personal. Wir nehmen jetzt einfach mal so einen typischen OP-Anzug, Kittel, hast du nicht gesehen. Das hier kann ich leider nicht erkennen. Attribute verteilen. Je nachdem, wie ich die Attribute jetzt verteile in der Persönlichkeit, ändert sich auch mein, sozusagen meine Präferenz für die einzelnen Sachgebiete hier. Also für Neurochirurgie, Toxikologie, Pädiatrie, Orthopädie, Kardiologie und allgemeine Chirurgie. Also, ich mache das ge immer gern so ausgeglichen. Weil so bin ich halt in jedem gut, in keinem jetzt sehr gut. Diese Attribute haben übrigens was damit zu tun, wie schnell sich dann meine Fähigkeiten pro behandelten Patienten in den einzelnen Gebieten steigern. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel bei Neurochirurgie sehr gut hätte und ich hätte jetzt einen relativ schweren neurochirurgischen Patienten, dann würde sich A die Chance erhöhen, dass ich den behandeln kann und B wäre wahrscheinlich auch, wären meine Erfahrungspunkte, die ich für diesen neurochirurgischen Patienten hätte, höher als jetzt zum Beispiel für, oder bekäme, höher als die, für, die ich für einen toxikologischen Patienten, wo ich vielleicht nur gut drin habe, erhöhen, besser werden. Ich weiß jetzt den Anfang des Satzes nicht mehr. Ist ja auch egal. Genau. Aber ich mache das immer gern so ausgeglichen. Und ja, dass das hier jetzt so ausgefärbt ist, tut mir leid, aber naja. Achso, hier kann man noch entscheiden, ob man Kittel drüber haben will oder nicht. Naja, Kittel ist ja eigentlich nicht schlecht. Ich nehme noch einen Kittel. Kopf. Ja, ich bin eher so dieser bisschen grimmige, bisschen kritische, aber trotzdem umso nettere. Wisst ihr, was ich meine? Also, lasst uns einfach mal anfangen. Tutorial spielen, Spiel starten. Ich würde sagen, wir überspringen das Tutorial jetzt einfach mal, weil ich weiß noch recht gut, wie das geht und ja, ich traue es mir noch zu. Ansonsten wird das jetzt erstmal ein Fail, aber ich traue es mir noch ziemlich gut zu. Also dann, ab geht's. Was? Was? Ist denn das zu fassen? Kommt gleich am ersten Tag 5 Minuten zu spät. Ach, sei kein Benten, drück ein Auge zu. Neuer Anfänger? Ist wirklich schon wieder ein Jahr vergangen? Ich erhole mich noch von den Gestalten aus dem letzten Jahr. Ich habe noch nie einen derart frisch gestärkten weißen Kittel gesehen. Sieht eigentlich ganz harmlos aus. Das hast du von Pratt auch behauptet. Ob er überhaupt etwas drauf hat? Es heißt, er sei im Studium der Jahrgangsbeste gewesen, ist angeblich ein echter Superstar. Naja, sie hätten das Geld für die Reinigung in eine Uhr investieren sollen. Neuer Anfänger, richtig? John Carter, wir werden viel Zeit miteinander verbringen. Willkommen im County, dem Zufluchtsort für die Kranken, die Schwachen, die Sterbenden und die Betrunkenen. Ich hoffe, Sie haben im Studium gut aufgepasst.
Das Wichtigste zuerst. Wenn Sie hier erfolgreich sein möchten, müssen Sie pünktlich sein. Sonst macht man hier keinen guten Eindruck und handelt sich gleich einen schlechten Ruf ein. Aber in der Praxis können Sie sich beweisen. Machen Sie Ihre Arbeit gut, behalten Sie eine saubere Weste, retten Sie ein paar Leben, dann wächst bestimmt bald Gras drüber. Alle neuen Anfänger müssen lernen, die Patienten im Warteraum einzuteilen. Entscheiden Sie, wer am dringendsten Hilfe braucht, und schicken Sie ihn auf die Station. Heute ist Ihr erster Tag, übernehmen Sie sich nicht. Und wenn Sie sich überfordert fühlen, ist es keine Schande, um Hilfe zu bitten. Da, die Rettungssanitäter liefern gerade jemanden ein. Sie sind dran. Hank, Hank, kannst du mich hören? Sag doch was. Lorraine, mein Bein ist gebrochen, nicht mein Kopf. Hör auf zu kreischen. Doc, tun Sie mir einen Gefallen und geben Sie ihr etwas, damit sie still ist. Wird er wieder gesund? Ich habe Abgabetermine. So, also erst einmal das Ausgeschwärzte. Da werden nochmal die Dialoge angezeigt mit Text. Aber ihr hört das ja. Also eigentlich ist das jetzt dann auch nicht so schlimm. So, den teilen wir jetzt zu und zwar, indem wir erstmal auf ihn klicken. Okay, Knochen, das war Orthopädie, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Info, genau, 1, Orthopädie wird noch von jemandem behandelt, aber das werden wir gleich übernehmen. Und zwar, hallo, verlegen wir den jetzt, und zwar hier in den grünen Bereich. Das kann man immer ganz gut an dieser Färbung erkennen, die dann der Patient bekommt, in welchen Bereich er gelegt werden sollte. Hier unten sehen wir den Bettplan. So jemand wie ihn mit relativ leichten Verletzungen immer in den grünen Bereich, die dann, die gelb sind oder eher ins Orange gehen, in den gelben Bereich. Und die rot, das sind die wirklich schlimm, die dann in den roten Bereich, der rote Bereich, das sind die OP-Säle. So, jetzt geht's los. Genau. Hier wird er jetzt verlegt. Was, Dr. Lewis? Hallo, Dr. Lewis? So, jetzt treten wir mal etwas zur Seite. Achso, Ihre Beziehung zum Personal in der Notaufnahme kann über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Vergessen Sie nicht, vor Ende Ihrer Schicht mit Dr. Lewis und Dr. Pratt zu sprechen. Sie beißen nicht. Dr. Lewis jedenfalls nicht. Da sind wir gleich bei den, machen wir erstmal die Behandlung. Jetzt sage ich, dass ich eine Schwester bräuchte. Also jemand, der mir bei der Behandlung hilft. Mit späterer Erfahrung kann ich dann einige Behandlungen auch allein machen, aber jetzt brauche ich für jede Behandlung noch eine Schwester. Genau. Und das war's dann. Der will uns noch was geben oder so. Ja, das ist jetzt blöd, aber naja. Er will uns irgendwas geben. Schokofans, Schokolade. Ich glaube, das ist dafür da, dass es unsere Energie etwas aufpeppelt. Also gar nicht mal so übel. Das nehmen wir natürlich. Ist generell ein bisschen schlecht, wenn man dann was angeboten bekommt und man nimmt es nicht an. Ne? Genau. Die Schokolade, sowas, so ein Item, nenne ich es jetzt mal. Können wir für uns selbst nehmen oder wir können es jemand anderem schenken, was dann auch unter Umständen die Beziehung zu demjenigen verbessert. Das kann ein medizinisch-technischer Assistent oder Assistentin sein, das heißt, es sind die Leute, die dann auch teilweise hier die Patienten rumkutschieren. Wir können das aber auch Schwestern geben, wir können und ja, männlichen und weiblichen, ja, es gibt hier beides, glaube ich.
Wir können das aber auch Ärzten geben. Wir könnten das sogar der Krankenhausleitung geben. Also, ja. Und zu der entsprechenden Person könnten wir dann die Beziehung dadurch verbessern. Was teilweise gar nicht mal so übel ist. So, wir sollen auf jeden Fall vor Schichtende mit Dr. Lewis und Dr. Pratt sprechen. Und hier, seht ihr, läuft ab in 6. Ja, also da sieht man ja 44 Minuten und 53 in Spielzeit eben. Ist es kündbar? Nein. Was hat es damit auf sich? Es gibt Aufgaben, die sind kündbar und es gibt welche, die sind nicht kündbar. Diejenigen, die kündbar sind, das sind optionale Aufgaben. Das heißt, wenn wir die nicht erledigen, das war nicht so schön, aber macht auch nicht so viel. Wenn wir die Aufgabe hier nicht erledigen würden, dann wäre das Spiel, nachdem die Zeit hier abgelaufen ist, zu Ende. Im Warteraum sitzt ein Clown. Und ich meine damit nicht Rail. Sorgen Sie dafür, dass er anständig versorgt wird. Draußen gibt es viele traurige Kinder. Sehen Sie zu, dass er und seine flapsigen Schuhe sich bald wieder an die Arbeit machen. Aber zackig. Ja, warte mal. Ja, aber... Wir haben einen Stern bekommen. Und so können wir schon mal etwas verbessern. Orthopädie ist schon mal ein bisschen gestiegen, weil wir da schon einen Patienten hatten. Aber nehmen wir doch mal Chirurgie. Ich habe das Gefühl, das ist gar nicht mal so schlecht. So, behandeln Sie den Zirkusclown. War der nicht hier? Ne, der war nicht hier draußen. Da kommen wir später noch zu. Können wir die Ansicht drehen? Und da ist der Zirkusclown. So. Der hat was Chirurgisches. Genau. Verlegen. Der geht auch noch in den grünen Bereich. Da ist zum Glück noch ein Bett frei. Und der kann sich da auch allein hinbewegen. Sehr gut. Keine Sorge, das ist jetzt noch ziemlich gemächlich, aber ich kann euch versprechen, das wird noch viel stressiger. So. Na, was haben wir denn? Schwester ist schon da, sehr gut. Jetzt wird der Zustand erstmal schlechter, nicht so gut. Jetzt wird er wieder besser. Okay, es ist noch mal eine weitere Diagnose erforderlich. Gut, wenn Sie keine vollständige Diagnose Ihres Patienten erstellen können, ist vielleicht das volle Testprogramm angesagt, um die Differentialdiagnose einzugrenzen. Das Personal sagt Ihnen, wenn die Ergebnisse vorliegen. Genau, also wird er erstmal zum Labortest geschickt. Damit ist der Fall erstmal für uns erledigt, aber naja, erstmal. Dr. Carter... Können wir vielleicht mal schauen, dass wir gleich diesen Auftrag hier mit Dr. Pratt und Dr. Lewis erledigen, wenn wir die denn finden.